Mittlerweile im Watzmann K.O. gekommen. Wuhu, da pfeift es gescheit runter. Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stehe ich an einem total einsamen Gipfel, der aber zwischen zwei total prominenten Bergen liegt. Einmal der Watzmann-Frau und einmal dem Watzmann, dem vierten Kind oder auch der Watzmann-Jungfrau. Wie man da aufgekommt und wie kraxelig und ausgesetzt das Ganze ist, seht ihr in dem Video. Wenn es ausgeht, schaue ich noch da um mich zum dritten Kind. Viel Spaß! Seht es ja, guten Morgen, hinter mir kommt die Sonne und ich starte am noch recht leeren Parkplatz Hammerstiel jetzt. Und jetzt geht es erstmal Richtung Kyro und langsam geht die Sonne auf. Erstmal die nächste halbe, dreiviertel Stunde einfach hatschen. Ja, da schaut es euch, oh, das ist doch gleich mal den ersten Daumen wert. Genau, und inmitten sieht man schon das erste Tagesziel, die Watzmann-Jungfrau. Spitz da aussehe. Bis daher war ich jetzt ca. 40 Minuten unterwegs. Ist unschwierig. Darf ich auch anbieten, mit dem Fahrradl zu machen. Ich bin es halt jetzt gelatscht. Und für mich geht es jetzt erstmal da weiter in den Wald rein. Und dann werde ich praktisch im Wald über die Skitourenroute ins Watzmann K aufsteigen. Jetzt bin ich eine knappe Stunde unterwegs, nicht ganz. Hab 400 Höhenmeter gemacht. Und da darf jetzt weiter auf wie zur Kürrand gehen. Und bei dem Bankerl geht es gerade das eine. Das ist ein bisschen direkterer Weg, dafür war auch ein wenig steiler. Und mittlerweile ist auch die Sonne da. Deswegen sieht man es jetzt ein bisschen schwieriger. Das ist die Aufstiegsrouten bis hierher. Und so geht das Ganze da weiter. Eineinhalb Stunden später bin ich jetzt wieder auf dem Weg. Da hinten darf es zur Kürrand gehen. Da geht es weiter zur Volsalm. Bis daher war ich jetzt eineinhalb Stunden unterwegs. Es geht recht zügig da auf. Und jetzt geht es weiter ins Watzmann K. So schaut das dann aus. Vorne sieht man Markierung. Und hier geht ein kleiner Weg nach oben und da biegt man dann ab ins Watzmann K. So, und von hier aus haben wir schon mal einen brutal guten Blick auf die Watzmannfrau. Das Video verlinke ich euch auch gleich mal da oben. Und ja, unschwierig bis hierher geht es da hin. Man muss ja wissen, dass dann vom Steig unten hier oben nur spärlich markiert ist. Maximal Sturmhandel. So, da vorne ist das Watzmannhaus und schon mal die erste Aussicht. Langsam wird's. Ja, da geht's weiter unter der Westwand von der Watzmannfrau. Nochmal Rückblick auf die Aufstiegsrouten. Zwischen den ganzen Sternen ging es da auf, unschwierig. So, relativ große Sturmhandel da vor mir und halt ein brutales Panorama vom Watzmann K. Da im Widerband liegt auch noch oder wieder Schnee und für mich geht es erstmal da in die Schatten rein. So, mittlerweile im Watzmann K hochgekommen. Bis daher war ich jetzt 2 Stunden unterwegs und habe 1000 Höhenmeter gemacht. Sechstes Jahr, da bin ich hergekommen und ja, jetzt wird das Gelände halt ein bisschen unwegsamer, weil halt relativ viel große Sterne umeinander flacken. Ist ja auch klar, logisch.
Und im Endeffekt müssen wir da rauf und von der Seite geht es dann auf das Bandel. Also man hält sich sehr nah an der Westwand von der Watzmann-Frau. Das dritte Kind sieht man so weiß, Gipfelkreuz. Genau, für die Wiederrouten müsste man tendenziell eher da unten gehen oder halt dann da oben drüber. Ich glaube, das letzte Mal sind wir auch oben drüber gegangen. So, Rückblick auf die Aufstiegsrouten. Also man muss hier wirklich im Steingelände relativ weit links halten. So schaut das von mir aus. Da geht es dann auf und da dann um. Immer wieder Stormantel. Vorne ganz kurz zu sehen, die leichten Trittspuren da oben, den folge ich jetzt einfach weiter. Und heute drüben, da wart's man. So, die aktuelle Höhe sind 2040, so um den Dreh, ich schreibe es unten eine. Bis daher war ich jetzt 2,5 Stunden unterwegs. Seht ihr die Aufstiegsrouten. Fürs dritte Kind hat es da auch weitergehen. Und ich muss mir jetzt praktisch den Weg einmal da durchbahnen. Man sieht das, die Verschneidung da drüben, das ist dann der Einstieg. Und letztendlich geht das Ganze dann da vorne um. So, von hier eine brutale Aussicht auf die Watzmann-Frau. Ich bin jetzt immer unterhalb von den großen Sternen praktisch darüber gequert. Den werde ich jetzt nochmal oben umgehen. Und ja, dann von der Nähe schaut das Ganze natürlich schon mal ganz anders aus. So, Blick zurück vom Schneefädel ging es um. Und da haben wir jetzt den Einstieg. 1er bis 2er Kletterei maximal. Und jetzt natürlich setze ich erst einmal den Helm auf und werde noch kurz was essen und dann geht es gleich weiter. So, Helm ist auf. So schaut jetzt praktisch der Einstieg aus. Ich werde jetzt erstmal so aufgehen und dann über die Platten weiter. Der erste Aufschwung im Rückblick, da bricht es schon dann relativ schnell ab. Und natürlich geht immer nur die leichteste Route, das heißt, da vorne durch die Verschneidung geht es dann weiter durch. Da ist dann auch so ein ganz kleiner Stormantel. Das dritte Watzmann-Kind schaut zu. Die ganze Route da oben hier über den kleinen Aufschwung. Und jetzt heißt es weiter da oben.
So, nochmal eine leichte Kletterei. Da unten ging es um. Und dann ist man auf einem wunderbaren Bantel. Erinnert ein wenig ans Widerband. Jetzt heißt mal, so steil ist das Ganze. Oh ja, schöne Reibung. Geht's da auf. Ja, puh. So, das Bantel, Ortsmannfrau, es geht noch weiter auf. Wie man gerade sieht, das Treppfett. Schauen wir mal, was das da wird. So, am Ende des Bantels wieder ein Sturmandel. Und man sieht das ganz gut, Trittspuren voraus. Schauen wir weiter, aber warum das jetzt so hängt. So, im oberen Teil beruhigt sich das Gelände erst wieder ein wenig. Ich bin jetzt hier über diesen Zacken praktisch drüber. Da gehe ich mit Kletterei. Und ja, da ist gerade ein wenig Schlechtwetterfront. Schauen wir mal da auf dem Grat, wie es da so ausschaut. Der Sturmmantel. Voll gut. Ja, brutale Geschichte. So, jetzt nochmal Blick runter aufs Bandel, damit der Kletterei hierher. Das ist jetzt das letzte, was bleibt. Ein wenig exponiert. Das schlechte Wetter zirkt da durch. Hinten sieht man schon einen großen Hundstod, da kommt wieder blau. Passt. Ja, das dritte Warzenmannkind, brutal. Das dritte Warzenmannkind steht davon ganz brutal da. Ich stehe jetzt mitten auf dem Grat. Seht ihr, da pfeift es ein wenig. Die Seiten sind ganz so schlimm. Und so schaut das da weiter vorne aus. Sauber ins Lehe. Kann man aber da ganz gut umgehen.
Also immer direkt oben entlang. Von Laffer kommen sie nicht. Technisch ist jetzt auch nicht direkt schwarz, es ist bloß alles luftig. So, und da vorne ist Gipfelkreuz. Jetzt ein wenig geschert, weil das alles so nass ist. Aber der Grip ist eigentlich noch ganz gut. Ja, das Gras ist gerade so eine Sache. Also beim Gras ist echt Obacht zu geben. Das ist halt alles angefeuchtelt. Ist ein wenig abgeschmiert da. Luftig. Jawohl. Huhu. Voll geil. Und da drüben direkt die Biwakschachtel. Also wirklich einsamer Gipfel. Coole Kletterei am Schluss. Und vor allem halt brutale Tiefblicke. Schaut euch das mal an, wie es da runterpfeift. Und in die Ostbahn kann man auch reinschauen. So, wenn ich das ein wenig nach vorn gehe, da pfeift es gescheit runter. Hinten der Königssee, einfach brutale Geschichte. Und natürlich der Watzmann. Und auf dem Wiederband liegt gut Schnee. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das ist ein altes Gipfelbier. Schaut es euch an, das Panorama. Schon brutal da. Und naja, da hinten schaut es jetzt nicht so gut aus. Deswegen werde ich mich jetzt beeilen, dass ich zumindest wieder unten im Car drin bin. Und da werde ich dann entscheiden, ob ich da jetzt noch um mich gehe. Aufgebraucht habe ich jetzt 3 Stunden, 11 Minuten und habe 1400 Höhenmeter gemacht. Ich schreibe es euch unten eine und ich boxe jetzt runter. Ja, und hier oben ist wirklich zum Obacht geben. Und teilweise, also wie gesagt, schwer technisch ist nicht. Aber es ist schon gut ausgesetzt und ja, schmeißen soll es den nicht. So, es geht zu auf das relativ große Stormandel auf der anderen Seite. Thank you.
Boah, kleinen Grip brauchst du schon. Ah, hier ausrutschen ist da verboten. So, wo der andere Kollege da oben hockt, da schaue ich jetzt auch noch hin. So, nochmal die Ausstiegsstellen hier von unten. Und ich werde mich jetzt einfach mal hier so durchschlagen Richtung drittes Watzmannkind. So gut zu sehen, ist auch ähnlich plattig wie da drüben, auch ähnlich steil. Haben wir es gleich geschafft. Bob hilft sauber. So, nochmal Blick um mich zur Jungfrau, vor mir das Kreuz vom dritten Watzmannkind und Blick runter. Da bis dahin habe ich 3 Stunden und 42 Minuten gebraucht, ich schreibe es korrekt unten eine, 1500 Höhenmeter gemacht und knapp 9 Kilometer bin ich gegangen. Ich werde jetzt kurz noch hier einen Riegel essen und dann werde ich auch schon absteigen, weil Wetter ist halt so eine halbschaurige Geschichte. Da pfeift es mal brutal runter. Da geht schon was, schaut es euch an. Ja, recht wechselhaftes Wetter. Jetzt schon aufgewürzt der Repfin. Man sieht da, die Sicht hat sich wieder gebessert. In der Mitte der Hochstaufen. Auch das Video verlinke ich euch mal. Man sieht das jetzt schon da drüben, wieder den Weg, den ich aufgekommen bin. Gehe ich jetzt runter, hinter mir seht ihr, wo ich runtergekommen bin. Jetzt kann man so ein bisschen Freestyle alles gestalten, wo man da lang will. Einfach schön. Was anderes kann man nicht sagen. Ich bin 700 Meter abgestiegen und jetzt bin ich auf dem Weg zur Kürrend um mich. Also praktisch auf dem Vollsteig. Bis daher war ich jetzt 4 Stunden und 50 Minuten unterwegs. Ich schreibe es euch eine. Hier ist halt alles gerade sauber, rutschig. So, dann nochmal der Rückblick. Die Watzmannfrau steht frei, der Watzmann verhüllt. Auf der anderen Seite ist die Kürre und allem. Ich gehe aber gleich da runter. Und bis dahin habe ich jetzt genau 5 Stunden gebraucht. Und ein Beutel zeige ich noch beim Abstieg. Das ist ja ganz cool, da kann man dann nochmal zurückschauen. Und dann sehen wir uns die Zusammenfassung. So, genau das ist die Stelle, die ich gemeint habe. Lasst mal einen Daumen da, wenn ihr noch keinen Tag gelassen habt. Und an der Stelle möchte ich auch wieder darauf hinweisen, schaut mal in die Mitgliedschaft, ob das was für euch ist. Bei der kleinsten Mitgliedschaft seht ihr die Videos schon mal vorab ohne Werbung und könnt ihr die immer ohne Werbung anschauen. Im Mitgliederbereich steht alles drin. Genau, das Ganze ist für einen guten Zweck. Das streicht nicht ich mir ein, sondern ich spende das für die Bergwacht. Nachdem vor mir der Parkplatz Hammerstiel ist, starte ich schon mit der Zusammenfassung der Tour. Bisher war ich jetzt genau 6 Stunden und 5 Minuten unterwegs. Hab 1500 Höhenmeter und ein paar Zerquetsche gemacht. Schreibe ich wie immer unten rein. Was ist zur Tour zu sagen? Also bis ins Watzmannkar ist halt eher eine Wanderung. Das ist jetzt alles unschwierig. Die Jungfrau an sich selbst ist erfordert schwindelfreie Trittsicherheit. Die Kletterstellen waren jetzt nicht so wild. Es ist halt ein bisschen ausgesetzt und luftig. Dagegen das dritte Kind ist überhaupt gar kein Thema. Das lässt sich auch wirklich erwandern, das ist nur relativ steil am Schluss. Genau, hat euch das Video gefallen? Habt es bis dahin durchgehalten? Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben, wenn ihr Fragen zu tun habt.
Für die, die mich noch nicht abonniert haben, Abo wäre total super, da damit freien. Schaut auch mal zur Kanalmitgliedschaft und in den Merch Store, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich darf sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder am Berg. Macht's gut.